Mein Name ist František Rehak, ich bin 20 und ich bin momentan Topscorer bei HC Thurgau. Also ich habe angefangen mit Eishockey, wenn ich 6 war, in einem kleinen Dorf und so einer kleineren Stadt in Kolín. Nachher bin ich mit Nini nach Prag umziegelt mit meinen Eltern und dort habe ich angefangen für Slavia Prag zu spielen. Die drei haben sich eigentlich sehr gut gefunden, die passen sehr gut zusammen. Der Mo mit seiner Intensität, der Adam, der was Ruhe ins Spiel bringt und die Scheiben gut verteilt. Und der Fanta, was das Tor sucht, einen guten Schuss hat. Die drei ergänzen sich sehr gut in einer Reihe. Über Adam Rundqvist kann ich sagen, wir sind gute Kollegen. Also er ist von Schweden, also reden wir meistens nur Englisch. Und er ist ein ruhiger, aber er macht auch gute Sprüche, also ist lustig mit ihm. Und über Mo, das kann ich sagen, der ist der lustigste in der Garderobe. Der erzählt immer etwas und dann muss ich immer lachen mit ihm. Fanta is a funny guy who gets the atmosphere up. Ja, ein sehr lustiger, eigentlich, muss ich sagen. Und ehrgeizig, sehr ehrgeizig. Und ja, er will sicher auch immer Goal schießen, das merkt man. Und ich glaube, wir unterstützen ihn hier recht gut bei dem. Ja, der Fante ist ein guter Eisläufer, natürlich auch im Spiel mit der Scheibe ist er stark an der Scheibe, die Scheibe abzudecken und dieses Kurzpassspiel zu spielen, was ihm sicherlich liegt. Und er ist einer, der immer besser werden will, er ist sehr wissbegierig, er ist coachable und das ist natürlich ein Riesenplus für seine Entwicklung auch. Er wird jedes Spiel gewinnen. Und mal schauen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt wieder nach Rapid werd gehen oder da. Aber mein Ziel war, also ich immer noch NLA spielen, immer die beste Liga spielen. Und das ist mein Ziel, ja.